Hallo, jetzt haben wir den Salat. Es scheint, dass in der Zwischenzeit ein neues Update, das Lem-Update von Stellaris live gegangen ist. Und hier gibt es viele tolle Neuerungen im Spiel. Sachen werden rebalanced und Content wird existierenden DLCs hinzugefügt. Und es gibt jede Menge Bugfixes und Verbesserungen. Und wir sind uns nicht ganz klar, ob wir das Spiel jetzt so einfach weiterspielen können. Aber ich würde sagen, versuchen wir es mal. Und im Zweifelsfall müssen wir halt neu anfangen. Was ein bisschen schade ist, weil ich habe schon fünf neue Thumbnails vorbereitet für hier, dieses Spiel. Die müsste ich dann alle wieder ändern oder kann sie nicht verwenden. Das wäre ein bisschen schade. Also versuchen wir einfach mal hier. Überlebenskomitee der Terraner. Laden kann ich's. Das ist schon mal gut. Warum ist hier kein Ton? Ach so. Haha, darum. Okay, Ton haben wir. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut. Wie sieht's hier aus? Und hier können wir auch ein paar. Hier sind Anführer zu viel, warum auch immer. Okay. Und auf Alexandria bauen wir noch einen Forschungskomplex. So, dann erfinden wir, sagen wir mal, was die am billigsten Röntgenlaser. Ja, wir brauchen mehr Konsumgüter. Und wir brauchen mehr seltene Kristalle. So. Können unsere Bergbauroboter könnten wir. Oh, was ist hier los? Die Hismar brechen das Forschungsabkommen mit uns, okay. Und die Hismar haben einen Kriegsgrund gegen uns. Die Hismar sind die da oben. Armonikern-Flüchtlinge treffen ein. Eine ramponierte Flotte kleiner Zivilschiffe mit Armonikern, die vom Hismar-State geflohen sind, ist in unseren Raumbereich eingetroffen. Nachdem wir ihnen Lebensmittel gegeben und ihre Verwundeten medizinisch versorgt haben, erhielten die Flüchtlinge die Erlaubnis, sich auf Dänemark niederzulassen. Diese zerlumpten und verängstigten Flüchtlinge sind Überlebende des Hisma-Ausrottungsprogramms gegen ihre Spezies, um Himmels Willen. Ihre Flucht war nur dank eines hastig organisierten Untergrundnetzwerks und einiger wohlwollender Handelskapitäne möglich. Okay. Und Stekashi kommen auch von Hisma nach Terra Nova mit der gleichen Begründung. Okay, gucken wir mal. Hisma. Rescheti haben wir hier, sind drei schon wieder angekommen. Und Stekashi, okay. Die Stekashi haben noch einen Punkt. Den könnten wir noch was Tolles geben hier. Mehr Einigkeit von Jobs vielleicht so. Oh, das ist eine Wüstenwelt, von der die herkommen. Aber gut, Situation log updated. auf einer Dingens. Oh wow, jetzt haben wir sogar wieder zu wenig Nahrung. Okay. Ja, die sind auf Dänemark, die Rescheti. Und die Armonikern. Okay. Oh, Bewohnbarkeit Reliktwelt 80%. Das heißt, die sind nicht so besonders froh, auf der Gaia-Welt zu leben. Und den Bergbot könnten wir auch mal verbessern.
indem wir ihm noch billiger machen im Unterhalt. Situation log updated. Establishing colony. Können wir die wo waren die auf Terra Nova war der, ne? Der Ammonium oder wie der hieß. Oder war das auf Dänemark? Ja. New technology discovered. Okay. Nehmen wir mal Koloniegeschwindigkeit und hier nehmen wir mal genmanipulierte Früchte. So. Situation log updated. So, wie sieht denn unsere Grenze aus zu den Hisma, wenn die schon anfangen hier? Oh, das ist sehr gut. Die Hisma kommen gar nicht zu uns. Das ist schön. New technology discovered. So. Können wir hier auf Sargans Welt mal wieder eine Gaia-Welt ausrufen? Sehr gut. Schlachtschiffe ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Gene modification complete. Sehr gut. Oh, hier können wir auch noch was machen. New technology discovered. Das dauert sogar ein halbes Jahr, okay. Koloniegeschwindigkeit, meinetwegen Ionendisruptoren. So, siehst du, da haben wir unser neues Habitat fertig. Industriehabitat, okay. Oh, der ist gar nicht mehr am Forschen hier, weil der Forscher tot ist. Genetic enhancement supplied. Sehr gut. Und dann können wir die auch mal. Machen wir mal so Energiefritzen aussehen. Okay. Situation log updated. Oh wow, so sieht das jetzt aus. Das ist neu. Interessant. New technology discovered. Können wir bald mal wieder die Schiffe upgraden? Genetic enhancement supplied. Okay. So, das ist sehr billig, 3000. Okay. Auf St. Pomeroy
könnten wir vielleicht mal das Habitat vergrößern. Ja, und hier sind immer noch zwei Anführer zu viel. So. Gehen wir mal wieder der Reihe nach vor hier. Und hier auch 0G-Raffinerien machen wir mal. Oh wow, das geht aber gut los hier. 2500 Fusionsraketen. Oh, wir könnten uns wieder ein neues. Oh, die Rescheti sind jetzt weg. Das heißt, wir haben wahrscheinlich die letzten Rescheti bei uns. Situation log updated. Okay. Befehlslimit für Flotte. Haben wir denn irgendwas, wo die Flotte größer wird hier? Oh, nicht wirklich. Wow, schon wieder 10 Rescheti. Situation log updated. Situation log updated. Okay. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, da ist ja schon wieder. Ach so, das ist okay. Nachdem Sie das Tal von Magwael sorgfältig nach den Spuren der legendären Jägerin durchkämmt hatten, konnten die Archäologen endlich ihre letzte Ruhestätte ausmachen. Ihr versteinertes Skelett wurde im Kampf mit den Überresten eines großen gehörnten Insektoiden gefunden und ihre Krallen umklammerten noch immer den Griff eines perfekt erhaltenen Schwertes. Dies muss die Klinge der Jägerin sein. Die Waffe besteht aus einem unbekannten Material und scharf genug, um durch unsere stärkste Panzerung hindurch zu gleiten. Kurios. Okay, so jetzt scheint es, dass ich hier bei den Relikten jetzt auch das Schwert der Jägerin hab. Das kann passive Effekte, Moral meiner Armeen ist besser und die Sensorreichweite meiner Planeten ist besser.
Und wenn ich das anklicke, wenn ich dann wieder kann, sind meine Schiffe in Unterlicht schneller. Und das war's. Okay, klingt jetzt nicht so so toll, wenn ich ganz ehrlich bin. So, hier finden wir wieder die ganzen billigen Sachen, weil das schneller geht. Neue Eigenschaften, logistisches Verständnis, das ist nicht schlecht. Also bisher scheint noch alles zu klappen. Die ganzen anderen Sternenreiche scheinen auch klar zu kommen. Und ich arbeite mich hier langsam hoch. Die Hisma, das sind die, die eben die Rescheti kaputt gemacht haben. Die stehen direkt über mir in der Rangordnung, jetzt nicht mehr. Aber gucken wir mal, was die besser können als wir. Die haben eine größere Flotte, also müssen wir uns darum kümmern. Gut. So, das ist Erlasskapazität 1, warum nicht? So, und hier machen wir mal wieder das Billigste. Bauplätze, sehr gut. Und hier Baugeschwindigkeit, Korvetten. Auf Gruno Prime bauen wir schon Generatoren gebaut. Dann können wir hier, wenn hier schon Generatoren sind, können wir auch so ein Energienetz hin tun. So. Meine Güte, kann ich hier gleich wieder aufmachen hier. Energiecredits, die brauchen wir nämlich langsam auch. Es wird hier ein bisschen eng. Auch mit den Konsumgütern, aber das kriegen wir, glaube ich, noch gebacken. Mittlerweile sind auch die ganzen Arbeitslosen wieder im Job. In eine Verschwörung verwickelt. Wir wurden in eine Verschwörung gegen Bouvardon Stellar Authority verwickelt. Die Anschuldigung ist so vage, dass wir nicht in der Lage sind, selbst herauszufinden, ob sie etwas planen oder nicht. Unsere eigenen Spione beteuern, die Anschuldigung sei unbegründet und behaupten, es handele sich wahrscheinlich entweder um eine Reaktion der Spionageabwehr eines unserer Ziele oder um eine Verleumdungskampagne, die von einer dritten Partei durchgeführt wird. Was auch immer der Grund oder die Ursache ist, Bouvardon Stellar Authority hat dies nicht gut aufgenommen. Kurios. Kurios. Okay. Ah, siehst du. Jetzt können wir plötzlich überall wieder Gebäude bauen. Das ist nicht schlecht. Habitatwelt, sehr gut. Und hier machen wir mal das globale Verteidigungsnetz. So, dann gucken wir mal, was können wir hier bauen. Was brauchen wir? Wir brauchen Credits und wir brauchen oh, wow. Wir brauchen einen Botschaftskomplex auf der Heimatwelt. Beziehungsweise auf der neuen Heimatwelt. In Dänemark bauen wir natürlich ein weiteres Verwaltungszentrum. Denn dazu ist Dänemark da. Okay. Energienetz. Gut. Und hier bauen wir Technology discovered. 25 Jobs, hier bauen wir das Roboter-Ding. Und hier bauen wir noch ein Kristall-Dings. Und hier machen wir einfach weit. Oh, Kristallminen, sehr gut. Und hier noch ein exotisches Gasdings. Und hier das Energienetz. Okay. Bauen wir mal noch eins davon. Das passt schon. Ökologische Anpassung ist auch nicht schlecht. Nicht, dass ich die wirklich brauche, aber
Nur für den Fall. New technology discovered. Okay. Ja, mehr Produktion durch Handwerker. Das ist gut, das brauchen wir gerade. Das ist mittlerweile auch wieder ein Plus, was das Geld angeht. Das ist gut. Ist immer gut, wenn man plus Geld hat. Und hier bauen wir mal. Was bauen wir hier? Die Mineraldinger. Also, jetzt glaube ich, haben wir alles. New technology discovered. Puh. 6000, das wäre hier Produktion, Forschungsstation. Warum nicht? Mittlerweile bei 1,5 Forschung. Das ist schon gar nicht schlecht. Wie gesagt, am Anfang der letzten Folge waren wir bei 500. Insofern. Na, finden wir das mal. Atlantik können wir mal. Wie viel noch? 4? Können wir noch Kreuzer bauen in Atlantik. Fertig. So, was können wir jetzt hier? Produktion, Forschungsstation, okay. Oh, wow. Amöbengeißeln. Schon wieder Minus. Ich glaube, das liegt an Handels. Oh, ich verkaufe tatsächlich die Dinger hier. Das brauchen wir ja gar nicht eigentlich. Was wir mal verkaufen können, ist Mineralien pro Monat, sagen wir mal 100. Und vielleicht Nahrung. Sagen wir mal 25. Hoffentlich reicht das. So. Anziehung Regierungsethik erhöht durch das übergeordnete Wohl. Okay. So, was können wir jetzt hier? Unterraumsensoren. Warum nicht? So, die wir können in beiden Flotten können wir jetzt noch Schiffe verbauen. Und zwar in Sol ein Schlachtschiff und in Atlantik bauen wir auch ein Schlachtschiff. Dann sind wir bei Fleet Upgrades. Dann sind wir wahrscheinlich sogar über unserer Flotten, unserem Flottenlimit. So, was haben wir hier? Also anpassbare Bewohnbarkeitspräferenz ist uns egal, weil wir bald überall Gaia haben. Großer Botschaftskomplex, dann könnten wir die Botschaft, die wir jetzt gebaut haben, auf der Heimatwelt, die könnten wir dann upgraden. Sklaveneffizienz, verbesserte Hauptstadtgebäude, Ressourcen von Jobs, Unterhalt von Jobs. Ich glaube, Sklaveneffizienz brauchen wir nicht. Flottenkapazität plus 30, das sieht doch gut aus. Vielleicht haben wir dann endlich bald genug Schiffe hier, um uns um diesen Drachen hier zu kümmern.
gucken, wie stark ist unsere Flotte jetzt? Auf 8 ungefähr. Okay. Das reicht noch nicht. So. Hyperantrieb 3. Oder Protonenwerfer. Machen wir Hyperantrieb. Und hier wollen wir globale Produktionsstrategie oder interstellare Kampagnen. Machen wir mal. Habitatwelt, okay. Durastahlpanzerung klingt gut. New technology discovered. Kulturbetriebsstätten, okay. New technology discovered. Und mehr Flottenkapazität, sehr gut. New technology discovered. Bauen einfach alles voll mit Schlachtschiffen hier. Und wir können eine neue Welt in Gaia verwandeln. Das machen wir mal hier. So. Machen wir mal die Forschungszentren, da wir jetzt schon ein paar Welten haben, auf denen nur geforscht wird, wären die gar nicht schlecht. New technology discovered. So, Weltraumtorpedos oder Railguns. Gucken, wie weit wir jetzt auf der Liste sind. Haben wir uns schon hocharbeiten können? Naja, nicht wirklich. New technology discovered. Ah, wir brauchen. Hiervon brauchen wir auch noch welche. Okay. Neu, das Forschungsinstitut ist fertig. Sehr schön. Physik. New technology discovered. So, gucken wir mal, wo wir Forschungswelten haben. Hier ist eine Tech-Welt. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Und ersetzen das mal durch Forschungsinstitut. Haben wir hier nicht auch irgendwo noch eine Tech-Welt? Alexandria ist eine Tech-Welt, okay. Vielleicht brauchen wir hier die Roboter nicht mehr bauen. Können das dadurch ersetzen. Okay, dann würde ich sagen, war es das schon wieder. Okay. Zap. Gucken, gibt es neue. Aber das suchen wir uns beim nächsten Mal aus. Dann haben wir beim nächsten Mal wenigstens was zu tun hier.
Und dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen, dass wir vielleicht beim nächsten Mal den Drachen hier besiegen können. Das wäre doch tatsächlich mal was, was passiert hier. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Schreibt Kommentare und bis denn. Ach ja, und like das Video und so, ne? Ist klar. Tschüss.